Das ist falsch. Polizisten sagen immer die Wahrheit. Deshalb ist es egal, welchen man fragt. Es gibt 3 Punkte Abzug. Bei minus 5 Punkten werden sie verhaftet. Jetzt habe ich die nächste Frage gefunden. Wer hatte einen Schlüssel zum Tatort? Ich und die Hausverwaltung. Die Hausverwaltung? Üble Sache, Maloney. Seit sich Hausmeister Facility Manager nennen, schrecken sie auch vom Mord nicht mehr zurück. Die Ebert und die Eugster. Es würde mich nicht wundern, wenn die einen Schlüssel nachmachen ließen oder sich mit Frau Grob hier verabredeten. Die beiden wollen mir schaden, wo und wie immer sie nur können. Die beiden behaupten, dass sie sich dies nur einbilden. Das ist ja noch schöner. Auf welcher Seite stehen sie eigentlich, Maloney? Muss ich mir das von einem Honorarempfänger bieten lassen? Endlich mal jemand, der Tacheles mit Ihnen redet, Maloney. Die Frau ist intelligent. Wir werden Sie in unserem neuen Trakt für begabte Kriminelle einsperren. Er besteht aus 2 Zellen und einer Leselampe. Sie wollen mich verhaften? Leider dürfen wir pro Tag nur noch eine bestimmte Anzahl von Verdächtigen verhaften. Sie müssen sich deshalb bis morgen gedulden. Bis dahin müssen Sie sich stündlich bei einer Polizeihauptwache melden. Ja, aber das geht nicht. Ich bin freiberuflich. Das trifft sich gut. Maloney kann einen Tag für Sie arbeiten. Er hat sowieso nichts Besseres zu tun. Tatsächlich zeigte meine Klientin auf eine Tasche voller Salben. Dazu reichte sie mir eine Adresse und die Anweisung, mindestens eine Monatspackung zu verkaufen. Da die Kundin gleich um die Ecke wohnte und ich mir ein dickes Trinkgeld versprach, machte ich mich umgehend auf den Weg. Meine Frau? Weshalb möchten Sie zu meiner Frau? Weil die Salbe hier macht aus Ihrer Frau innerhalb kürzester Zeit ein junges Reh. Ja, das kostet zwar ein paar hundert Franken, ist aber immer noch günstiger als eine junge Geliebte. Ja, wovon reden Sie? Ja. Meine Frau lebt auf Korsika und ich möchte sie weder in ihrem jetzigen Zustand noch verjüngt zurückhaben. Ach, dann habe ich mich in der Adresse geirrt. Nein, Sie sind schon richtig. Die Salbe ist für mich. Sie möchten sich etwas ins Gesicht schmieren, um jünger auszusehen. Ja, in meiner Firma wird monatlich ein Video gedreht, in dem sich leitende Angestellte von ihrer besten Seite zeigen. Ja, und Ende Jahr bin ich an der Reihe und bis dahin möchte ich ein paar Jahre jünger aussehen. Dann sollten Sie sich an einen plastischen Chirurgen wenden. Der kann Ihnen das Gesicht eines jugendlichen Rasers implantieren. Nein, keine Operation, da bin ich dagegen. Also. Frau Steinmann hat mir gesagt, dass die Salbe schon nach 2 bis 3 Monaten Wunder bewirkt. Ja, sie hat mir auch Fotos gezeigt. Ach. Vorher und nachher. Das war beeindruckend. Wie viel kostet eine 3-Monats-Kur? Oh, da kann ich Ihnen ein Spezialangebot machen. Ja, 1.000 Franken. 1.000? Ja, nur 1.000. Ja. Zusätzlich zu der Salbe werde ich Ihnen in einer Fernbehandlung die Falten glätten.